Tausende Menschen sind in den USA wegen einer sich abzeichnenden Aufhebung eines Grundsatzurteils zum Schutz des Abtreibungsrechts auf die Straße gegangen. Große Demonstrationen gab es unter anderem in Washington, New York, Boston, Los Angeles und Seattle. Die Demokraten von Präsident Joe Biden üben scharfe Kritik. Ich bin stinksauer, weil ein extremistischer oberster Gerichtshof der Vereinigten Staaten 5 Leute denken, dass sie Millionen von Frauen in diesem Land etwas vorschreiben können. Wenn das Gericht Roe v. Wade aufhebt, ist das ein direkter Angriff auf die Freiheit, auf das Grundrecht der Selbstbestimmung, auf das alle Amerikaner ein Anrecht haben. Die Rechte der Frauen in Amerika sind unter Beschuss. All Americans are entitled. Women's rights in America are under attack. Mit Roe v. Wade hatte der Supreme Court 1973 ein Grundrecht auf Abtreibungen verankert. Sollte der Supreme Court, an dem das konservative Lager seit der Amtszeit von Präsident Donald Trump eine Mehrheit stellt, Roe v. Wade tatsächlich kippen, könnten Bundesstaaten Abtreibungen verbieten oder den Zugang massiv einschränken. Rund die Hälfte der 50 Bundesstaaten plant ein solches Vorgehen. Eine Entscheidung des Supreme Court wird für Juni erwartet.